So, ich habe schnell noch mal ein Bild von meinem Hund noch hinzugefügt, nachdem ich die Einleitung von Andreas und Keith gehört habe. Othello, ein Welsh-Corgi, wichtig in diesen Corona-Zeiten. Ich habe zu meinem Werdegang auch noch hinzugeführt, dass ich Schulleiterin auch von einer weiterführenden Schule, also einem Gymnasium gewesen bin, wo ich auch Grillprojekte durchgeführt habe. Ich habe viel anderes auch noch gemacht in meinem Leben, aber wie schon hier als Einleitung gesagt wurde, mein besonderes Interesse ist die Sprache und die sprachliche Voraussetzung fürs Lernen. Und darum geht es auch hier in meinem Vortrag. Ich bin Schulleiterin jetzt von Oslo Voksenopplæring Helsfyr, einer Erwachsenenbildung, wo wir in diesem Schuljahr 169 Angestellte haben und ungefähr 1850 Teilnehmer und Teilnehmerinnen. Die haben 140 unterschiedliche Muttersprachen in diesem Jahr. Wir bieten Norwegischkurse an für Migranten und Flüchtlinge, die entweder die Pflicht oder das Recht und die Pflicht haben, Norwegischkurse zu absolvieren, um die Aufenthaltsgenehmigung zu bekommen oder einfach nur, um die Sprache zu lernen. Dann bieten wir auch Grundschule für Erwachsene an. Darunter haben wir 57 Teilnehmerinnen in diesem Jahr, wo wir auch sehr viele spannende Projekte haben und neue Lehrpläne ausprobieren, die für Erwachsene, die zugleich Sprache, die norwegische Sprache und die Fächer lernen müssen, wo wir die inhaltlich und auch strukturell und inhaltlich und strukturell ausprobieren, in staatlichen Versuchen. Aber worüber ich heute reden werde, ist unser Modell für die weiterführende Schule für Erwachsene, wo wir in diesem Schuljahr 95 Teilnehmerinnen haben. Das ist fast wie drei kleine Schulen, also eine kleine, eine etwas größere und eine sehr große Schule. Der Oslo-Modell, so ist es im Titel meines Vortrages genannt worden. Wir in unserer Schule reden vom Helsfyr-Modell, also das pädagogische Klill-Konzept, das wir seit 2009 bei uns entwickelt haben. Offiziell reden wir jetzt vom Kooperationsmodell Oslo, Fachausbildung für Erwachsene. Und zwar, weil es für Erwachsene gerade sehr, sehr wichtig ist, dass wir, die wir Leute ausbilden, auch noch mit NAV, und ich werde gleich erzählen, was NAV ist, kooperieren. Und weil es geht darum, wer soll die Möglichkeit haben, hier dieses Schulkonzept zu besuchen, wie soll das finanziert werden. Und das sind Teilnehmer, die durch die ganzen 4 Jahre begleitet werden müssen. Nicht nur von uns, von der pädagogischen Seite, sondern auch von NAV. Und NAV ist also die norwegische Behörde für die Auszahlung von Rente, Krankengeld, Kindergeld, Arbeitslosengeld. Und die dafür zuständig ist. Das habe ich jetzt direkt aus dem Wörterbuch. NAV ist also nicht nur die staatliche Behörde für die Arbeitslosen, sondern ist für alle sozialen Bereiche zuständig, wo der Staat mit an finanzielle Leistung gibt, dafür, dass das Leben hoffentlich besser werden kann. Ein Drittel des norwegischen Staatshaushaltes geht an NAV und NAVs Leistungen. Und für uns, die wir Ausbildung betreiben, ist es natürlich dann gerade wichtig, dass wir mit denen noch groß kooperieren. Kurz zum Schulsystem in Norwegen, um nun unser Modell zu erklären. Wir haben eine 10-jährige Einheitsschule und darauf bilden wir die weiterführende Schule. Also der Begriff bei uns weiterführende Schule betrifft sogar das Gymnasium, die studienvorbereitende Programme. Und die alte Berufsschule, die berufsbildenden Programme. Es gibt drei studienvorbereitende Programme in Norwegen und 12 berufsbildende. Und wir haben unser Modell eigentlich für alle berufsbildende Programme entwickelt.
aber haben es bisher ausprobiert und haben Klassen in drei von diesen Programmen. Das ist ein ganzheitliches Modell und das ist wichtig zu sagen. Es besteht aus der Pädagogik, natürlich, dann auch noch die Struktur. Inhaltlich haben wir auch noch wesentliche Änderungen gemacht und auch zur Organisation, wie das also schulleitungsmäßig organisiert wird, weil die Zusammenarbeit hier sehr wichtig ist. Es sind sehr viele unterschiedliche Instanzen, die sehr eng zusammenarbeiten müssen, damit dieses Projekt gelingen soll. Und das Ziel ist natürlich, dass wir Facharbeiter und Facharbeiterinnen mit festen Jobs haben, also Leute, die einen Job bekommen und behalten können. Und die Leute, die hier bei uns Schüler sind, Schüler und Schülerinnen sind, das sind nicht unbedingt die, die in erster Reihe stehen, wenn die Arbeitgeber ihre Teilnehmer suchen sollen. Und unser Ziel ist nicht nur Facharbeiterin, sondern gut, sehr gute Facharbeiterinnen und Facharbeiter, die ihren Job bekommen, weil sie gut sind. Und dann müssen sie Sprache und Inhalt zugleich lernen. Und was ich bisher noch nicht geschrieben habe, aber was auch so gehört zu meinen Leitsätzen, das ist, das Lernen ist harte Arbeit. Das ist einfach harte Arbeit. Wer gut werden will, muss daran arbeiten und nicht nur ein bisschen zwischendurch, sondern systematisch und inhaltlich. Unser Modell hat dann auch großes politisches Interesse. Hier ist unsere Premierministerin und die Bildungsministerin, die wir zurzeit haben, die sind bei uns in der Schulküche zu Besuch. Einfach nur, um vorweg zu sagen, es ist also, wir haben das Glück, dass die Politiker großes Interesse an das haben, was wir machen. So, die berufsbildende Studienprogramme in Norwegen für Erwachsene und für unsere Zielgruppe setzt voraus, das sprachliche Niveau B1 nach dem europäischen Referenzrahmen. Und wir alle, die wir mit Sprachen arbeiten, wissen, das ist kein sehr hohes Niveau, aber es ist ein sehr, sehr hohes Niveau, wenn es darum geht, dass man die Sprache von Anfang an lernen soll. Wenn man eine Fremdsprache auf dem Niveau B1 beherrscht, dann spricht man relativ gut und findet sich im Land gut zurecht. Wenn man aber mit der Fremdsprache lernen soll, dann sagt man, dass B1 die Bedingung ist und das ist lange keine ausreichende Bedingung, weil nach der weiterführenden Schule wird einfach vorausgesetzt, wenn man den Referenzrahmen wortwörtlich nimmt, dass man wenigstens ein B2-Niveau hat, vielleicht auch sogar ein C1. Das ist also erstmal die Voraussetzung für die ordinäre weiterführende Schule. Dann ist das System bei uns so aufgebaut, dass die Schüler erst 2 Jahre zur Schule gehen und dann schließen sie den Schulabteil ab. Dann sind sie damit fertig, machen auch ein Examen und mit dem Examensergebnis in den Fächern, die sie da lernen, bewerben sie sich um eine Lehrstelle. Und dann gehen sie 2 Jahre in der Lehre, wo sie auch noch ein Gehalt als Lehrlinge bekommen. Und dann machen sie die Lehrlingabschlussprüfung und bekommen ihren Fachbrief oder ihren Gesellenbrief. Ein vierjähriges System. Die meisten Programme sind so, fangen sehr generell im ersten Studienjahr an und dann spezialisieren sie sich zunehmend bis auf das, was sie in der Lehre machen, wo sie die endgültige Spezialisierung machen. Für unsere Schüler könnte man genau so gut sagen, das ist ein Hürdenlauf. Erstens ist es sehr schwer, das sprachliche Niveau B1 zu bekommen. Das ist ein hohes Niveau für Ausländer. Und dennoch sind das die Lernergebnisse in der Schule, in diesem schulischen Teil. Das ist eine Voraussetzung, dass sie die Note 3 im Fach Norwegischen, dass wir sagen in unserer Schule das Ibsen-Norwegisch dazu. Also nicht, wenn es darum geht, die Sprache als solche zu lernen, sondern die inhaltliche Sachen. Und dann ist es die Bedingung, die Note 3 zu bekommen. Das ist bei uns
keine sehr, also bei uns ist 6 die beste Note, nicht die 1. Also das ist vergleichsweise im deutschen System vielleicht eine 2,2 plus, nicht sehr hoch, aber dennoch wissen wir, dass es eine wesentliche Hürde ist. Und dann sollen die Lehrstelle bekommen. Und wir wissen ja, das ist für unsere Zielgruppe schwerer, eine Lehrstelle zu bekommen, als für norwegische Schüler. Und dann sollen die Lehrstelle auch noch behalten. Die sind erwachsen. Es sind jede Menge kulturelle Herausforderungen für alle, die in einem fremden Land arbeiten sollen. Und dass die Lernarena, wenn also die Arbeitsstelle, die Lehrstelle, wenn das eine Lernarena ist, dann heißt es, dass wir eine gute Kooperation da organisieren müssen, weil es viel zu viele Fallgruben gibt. Und es ist so einfach zu sagen, ja, die sprechen ja nicht genug Norwegisch. Und darunter können wir alles andere auch noch verstecken. Vielleicht sind es kulturelle Unterschiede, vielleicht ist es etwas, was wir erwarten, aber was die Schüler nicht erfüllen können. Und dann gibt es noch die Herausforderung, dass die Fachprüfung bestanden werden soll. Und es fallen, das wissen wir auch, wenn wir uns die Ergebnisse angucken, wenn hier aus 100 die weiterführende Schule besuchen wollen, nur 60 die B1 bekommen, sind das nur 40, die die Note 3 bekommen, sind das nur 20, die Lehrstelle bekommen und nur 10, die alles, also nur 10% alle, die anfangen oder Lust dazu haben, schließen tatsächlich ab. Und wir haben dann einfach gesagt, wir machen das so, wie wir das im Unterricht auch noch machen. Wir planen rückwärts. Wir gehen vom Ziel aus. Und dann müssen wir das machen, was dazu führt, dass diese Leute tatsächlich bestehen können, stolze und gute Facharbeiter und Facharbeiterinnen sind, die die Arbeitgeber gerne einstellen und auch behalten wollen. Und das heißt, dass wir das Modell so organisiert haben, dass wir mit viel Sprache anfangen, auch im Fach so anfangen, dass anfangs mit Sprache angefangen wird. Und dann zunehmend mehrfach. Eine 80-20-Verteilung, sagen wir. Und gleichzeitig machen wir das auch so mit der Theorie. Wir fangen mit Theorie an, aber auch noch gleichzeitig mit Praxis, dass in der Praxis gezeigt werden kann, was theoretisch gelernt werden soll. Sodass Sprache und Theorie und Fach und Praxis, das geht Hand in Hand integriert. Und so haben wir unser Modell dann so entwickelt. Voraussetzung fürs Anfangen ist nicht B1, sondern A2. Wir fangen mit 80% Schule an, 20% Praxis in der Lehre. Die haben also gleichzeitig eine Lehrstelle, ungefähr so wie das duale Modell, was ich in Österreich auch kennengelernt habe. Aber das duale Modell gibt es bei uns nicht. Wir müssen das denn anpassen, weil das, was in der Lehre passieren soll, das baut darauf, dass die Schüler eigentlich alles aus der Schule schon abgeschlossen haben. Und das haben die in unserem Modell natürlich nicht. Das heißt, dass wir früher mit der Spezialisierung anfangen müssen. Und dann machen wir gleich zunehmend mehr Lehre und weniger Schule, zunehmend mehr Fach und weniger Sprache, bauen die sprachlichen Bedingungen fürs Lernen auf durch die Fächer, die in den Jahren unterrichtet werden. Die Fächer sind im ersten Jahr Norwegisch, Gesellschaftskunde, Mathematik und Sport. Und eigentlich hätten wir, weil es Erwachsene sind, hätten wir sagen können, naja, Sport müssen sie ja nicht machen, die sind ja erwachsen. Aber das sagen wir absolut nicht. Wir hätten auch einen einfachen, natürlichen Lehrplan für Norwegisch anwenden können, machen wir gar nicht. Wir sagen einfach, die sollen genau das lernen, was alle anderen auch, weil die sollen nach den 4 Jahren mit zu den Besten gehören. Auf jeden Fall die so gut, wie es in deren einzelnen Bedingungen möglich ist, wie es so gut, wie es für den Einzelnen möglich ist zu werden.
Englisch hätten wir normalerweise im ersten Schuljahr mit anfangen müssen. Das heben wir uns ein bisschen auf und konzentrieren uns im ersten Jahr nur aufs Norwegische und die norwegischen sprachlichen Lernbedingungen. Die lernen das Lernen und wir haben hier im ersten Schuljahr 24 Klillstunden. Die kommen zu den Fachstunden hinzu. Und ich zeige Ihnen gleich auch noch ein paar Stundenpläne, wie wir das denn organisatorisch einfach organisieren. Wir haben also 70 Fachstunden, die normalerweise auf 2 Jahre verteilt werden müssten, 35 Wochenstunden pro Schuljahr. Und wir verteilen diese 70 Wochenstunden auf 4 Jahre, machen die Leistungsfächer alle 4 Jahre durch, Norwegisch 3 Jahre durch. Gesellschaftskunde hätten wir im zweiten Jahr machen sollen. Das machen wir im ersten Schuljahr, weil es so einfach ist, klilmäßig als gerade den Unterschied zwischen A2 und B1 besteht ja darin, dass man argumentieren kann. Und dann ist Gesellschaftskunde als Fach ja geradezu wunderbar, um einfach die sprachlichen Bedingungen, die B1 von A2 unterscheiden, im ersten Jahr gleich im Herbst einzuüben. 24 Klillstunden im ersten Jahr, 24 im zweiten Jahr, 24 im dritten Jahr und 12 im vierten Jahr. Das ist also ein Zwei-Lehrer-System. Und so sieht ein Stundenplan aus. Das Beispiel hier ist aus einer Klasse von Kinder- und Jugendarbeiter. Das ist unsere 5. Klasse. Und die sind in ihrem 2. Schuljahr. Das ist natürlich jetzt direkt aus dem Stundenplan. Deswegen sind hier jede Menge Begriffe, die Sie nicht kennenlernen. Aber gleich noch dazu sagen, am Mittwoch und am Donnerstag sind diese Schüler in der Lehre. Die sind in der Lehre in unterschiedlichen Kindergärten, in so Tagesstätten begleitend zur Schule. Oder in Jugendclubs, also in Organisationen, die mit Kinder- und Jugendarbeit arbeiten und wo sie Facharbeiter und Facharbeiterinnen, wo sie da ausgebildet werden sollen. Dann sind sie 3 Tage in der Schule. Und hier die rosa Stunden hier, die Lehrer Hanne unterrichtet Norwegisch in der Klasse. Die hat gleichzeitig auch noch norwegische Klillstunden, wo sie also gut Zeit hat, den Inhalt, der gelernt werden soll, klilmäßig so vorzubereiten, dass die Schüler die Sprache dazu haben, das Gelernte in Sprache nicht nur mündlich, sondern auch schriftlich auszudrücken. Und so bauen wir die anderen Fächer auch auf. Hanne hat am Freitag. Da hat sie auch noch eine Kollegin mit dabei. Da sind sie gar zu zweit da. Das, also die Norwege, das Norwegischfach, das Ibsen-Norwegisch, hat eine Wochenstunde, aber insgesamt 4 Stunden, wo sie auch Klillstunden mit dazu haben. Das durch das Norwegischfach klillmäßig sprachlich die Bedingungen gegeben werden können, dass die Schüler das Norwegische schriftlich und mündlich an den Kompetenzzielen, die es für das Norwegischfach, dass sie dann das auch noch meistern und leisten können. So machen wir das auch mit den Leistungsfächern. Das ist hier die Gesundheitsfächer, wird von Hanne Beate unterrichtet und Målfrid, die Kollegin Målfrid, ist die ganze Zeit dabei. Sie macht also klilmäßig und sprachlich all das, was und soll dafür sorgen, dass die Kompetenzen, die in dem Fach, was mit Gesundheit angeht, und Ernährung dass das in Worten ausgedrückt werden kann. Also eigentlich das, worüber Keith einen Vortrag gehalten hat. Wie kann der Sprachlehrer die akademischen Voraussetzungen fürs hier das Leistungsfach
geltend machen, dass die Schüler und Schülerinnen das auch tatsächlich meistern kann in Schrift und in Dialog und dem Monolog ausdrücken können. So machen wir das auch mit den anderen Leistungsfächern. Und ihr seht die Molfrid hier, Molfrid Sam, sie ist auch mit den anderen Lehrern viel zusammen. Sie kennt dann, sie ist gleichzeitig dann die Klassenlehrerin und kennt die Schüler sehr gut. So machen wir das auch in den Naturwissenschaften. Das ist also das Fach, das ist ein Fach, was wir im zweiten Schuljahr anbieten. Christine ist die Fachlehrerin für Naturwissenschaften. Sie kriegt auch noch gleichzeitig zwei norwegische Støtte, also Klinstunden dazu und hat Målflid auch noch dabei. Dann können Sie gezielt und individuell arbeiten. Und die eine Kollegin hat dann immer die Aufgabe, die fachlichen Augen auf den Unterricht zu werfen und die Kleelehrerin die sprachlichen. Also im Prinzip all das, worüber Kit gesprochen hat. Aber es sind halt zwei unterschiedliche Rollen. Englisch machen wir ein bisschen anders. Kro, das ist Sport. Und wie Sie sehen, gibt es auch Klillstunden für die Tage, wo Sie im Betrieb sind. Und diese Klillstunden, da wird auch mit den Lehrstellen kooperiert, dann wird geguckt, wie meistern Sie an der Lehrstelle, wie können wir eine Brücke zwischen dem, was in der Lehrstelle passiert und das, was im Klassenzimmer passiert. Wie können wir diese Brücke bauen, sodass beide davon profitieren. Und ich werde jetzt nicht groß erklären, was hier alles bedeutet. Dieser Stundenplan ist sehr dynamisch. Wie gesagt, also wir fangen mit 80% Sprache an und machen dann teilweise weniger Sprache und mehr Fach. Und Klillstunden können dann auch im Laufe von einem Jahr anders auch eingesetzt werden, wenn es sich organisatorischen stundenplänenmäßig durchführen lässt. Und ich bin Schulleiterin, ich bin viele Jahre Schulleiterin gewesen und ich muss ja ehrlich gestehen, ich liebe das hier. Das sind maximal 18 Schüler in der Klasse und das sind teilweise immer zwei Lehrer. Und die arbeiten so schön zusammen, es macht so einen Spaß zu gucken und die Schüler lernen auch sehr viel dabei. Ich habe ein zweites Beispiel. Das ist das dritte Schuljahr für die Köche, Klasse Nummer 3. Die sind dann am Montag immer in der Schulküche und da kooperieren wir mit einer anderen weiterführenden Schule in Oslo, weil wir haben keine Schulküche bei uns in der Schule. Das, was in der Küche passiert, das wird durch die Klinlehrerin Elena immer nachgearbeitet und vorgearbeitet. Hier sind sie sogar zu dritt, dass das, was im Leistungsfach, das ist ja auch ein praktisches Fach, das soll ja geübt werden. Die haben keine Zeit, wenn sie irgendwas backen oder kochen, dann können sie nicht schnell 10 Minuten Pause machen, weil das muss jetzt eben auf Norwegisch geklärt werden. Das muss dann vor- oder nachgearbeitet werden. Aber dass diese Vor- und Nacharbeit auch passiert, das ist auch wichtig, weil die sollen ja auch ihre Rezepte auf Norwegisch beschreiben können. Sie sollen die Zutaten beschreiben können und das soll ja auch gesundheitlich zutreffend und so weiter sein. Jo. Diese Klasse ist 3 Tage der Woche in der Lehre. Das sind Köche, die arbeiten wirklich in den tollsten Restaurants von Oslo. Ein Schüler hat zum Beispiel der Chef des, es gibt tatsächlich, das wusste ich vorher nicht, aber es gibt eine Nationalmannschaft der Köche. Und der Leiter dieser Nationalmannschaft, der ist gleichzeitig auch noch der Betreuer von einem Schüler aus dieser Klasse. Wir haben also Top 10 Restaurants mit dabei und wir haben auch
Institutionsküchen zum Beispiel auch mit dabei und Catering-Gesellschaften, weil es ja erwachsene Leute sind und wer in einem super Restaurant Koch ist, der muss Wochenenden und abends und alles Mögliche arbeiten können. Und alleinstehende Mütter oder Väter haben dazu keine Möglichkeit. Also wir haben mehrere dabei. Aber durch die Corona-Zeit sind natürlich viele hier auch noch jetzt permittiert. Und das heißt, dass wir in Kooperation mit NAV auch bekommen die, weil die ja dann kein Lehrlinggehalt bekommen, bekommen sie andere Aktivitäten mit NAV zusammen und mit uns zusammen. Aber wir hoffen sehr, dass diese Corona-Zeiten bald vorbei sind und dass sie wieder in ihre Lehrstellen sind. Ansonsten sehen Sie, dass Sie am Dienstag nur Norwegisch und Englisch lernen und die arbeiten dann natürlich auch viel also die arbeiten sehr eng zusammen, fächerübergreifend auch, dass das Englischlernen nicht dazu führt, dass das Norwegisch vergessen wird oder umgekehrt. Das ist natürlich eine besondere Voraussetzung dann. So, die Komponente ist also, dass die Methodik CLIL und WFL, das ist Norwegisch für Vurdering for Læring, Assessment for Learning. Wir sagen das extra so, weil das, was wir in Österreich hören, wir sind ja auch in Österreich mit der ganzen Truppe gewesen und haben CLIL gelernt. Brigitte und Petra sind bei uns gewesen über mehrere Jahre. Und wir sehen, dass das die Komponente im Assessment for Learning, das ist auch im CLIL in der Methodik eingebaut. Das ist die Fach- und Stundenverteilung, also dass wir die Fächer dann unterrichten, wenn sie auch im Lernprozess am besten sind. Rekrutierung, wir arbeiten sehr eng mit NAV zusammen, dass wir die Schüler finden, die das auch können und wollen. Das ist nicht so, dass alle norwegischen Migranten das Recht haben, dieses Modell und in diesen Klassen unterrichtet zu werden, sondern wir gucken wirklich nach denen, die ein solches Modell brauchen, um überhaupt lernen zu können. Und wo sie nicht durch das normale System, wo wir vermuten, dass sie da nicht durchkommen werden. Wechslingsmodell, das heißt also dieses duale Modell, das ist für diese Klassen besonders entwickelt. Und dann die Kooperation extern und intern. CLIL bedeutet ja eigentlich auch Zusammenarbeit, das Integrieren von Fach und Sprache. Und das fordert natürlich auch eine sehr intensive Zusammenarbeit. Die Schülerinnen und die Schüler, wer sind sie? Sind vor allem arbeitslose Erwachsene im Alter von 25 bis 50 Jahren. Und unter den arbeitslosen Erwachsenen sind auch Flüchtlinge, Asylbewerber, Familienwiedervereinte, aber auch zweite Generations Migranten, die durch sprachlichen Schwierigkeiten oder welche Bedingungen auch immer das Lernen nie richtig gelernt haben. Und hier am unteren Bild hier, da sehen Sie den Rücken von der schwedischen Bildungsministerin und die spricht unter anderem mit Rayana. Sie ist in Norwegen geboren, ist hier 18 Jahre lang zur Schule gegangen, hat kein Abschlusszeugnis aus der normalen Schule bekommen und ist jetzt aber gelernte Kinder- und Jugendarbeiterin und nicht nur ist sie da fertig, sondern die ist auch Abteilungsleiterin geworden und ist natürlich ein glänzendes Beispiel für ihre 5 Kinder. Ist also eine Sonnengeschichte. Hier sind Sie wieder am zweiten Foto. Hier ist wieder die norwegische Premierministerin. Integrierung ist ja ein wichtiges politisches Thema. Es sind auch alle möglichen, also die sind ja erwachsen und die haben erwachsene Probleme und erwachsene Herausforderungen, sind alleinstehend Eltern. Es kann auch zu herausfordernder Situationen
kommen, wenn es, wie zum Beispiel in unserer zweiten Kochklasse, da hatten wir viele aus Eritrea, die sind meistens geflüchtet, weil sie Christ sind. Sie sind auch sehr streng gläubig Christ und akzeptieren keine Homophilie. Die Leute aus Afghanistan oder Pakistan, die da in der Klasse gingen, die sind gerade geflüchtet, weil sie schwul waren. Und da haben wir klillmäßig sehr, sehr viel mit Kulturverständnis. Und ja, es ist übrigens sehr, sehr gut gelaufen. Die haben sehr unterschiedlichen Schulhintergrund und sehr unterschiedliche Arbeitserfahrung, aber gemeinsam für sie alle ist ja, dass sie das Sprachniveau A2 oder A2 plus haben, noch keine B1. Und das heißt, die, also A2 ist ja sehr niedrig, wenn man anfängt, einfach damit zu lernen und zu lehren. Und dann ist die Klill-Methodik sehr wichtig. Wir haben seit 2009 11 Klassen gehabt in 3 berufsbildenden Programmen, Gesundheits- und Kindheitsprogramme. Das ist jetzt direkt aus dem Norwegischen übersetzt. Die Programme haben dann unterschiedliche Leistungsfächer und wir haben mit dem Leistungsfach Gesundheitsfacharbeiter und Facharbeiterin eine Klasse gehabt. Da ist die Nachfrage in Oslo aber nicht so groß. Deswegen haben wir dann weitergemacht mit Kinder- und Jugendfacharbeiter und Facharbeiterin. Da haben wir 5 Klassen gehabt. Restaurant- und Ernährungsfächer, auch direkt aus dem Norwegischen übersetzt. Da haben wir 3 Klasse mit Köchen und fangen jetzt eine 4. Klasse an mit Ernährungskoch. Und haben eine Kooperation mit dem größten Krankenhaus in Oslo, wo wir Ernährungsköche fürs Krankenhaus und mit den sprachlichen Bedingungen und Voraussetzungen, die dazu führt, dass kranke Leute verstehen, was sie essen und warum und selbst auch zubereiten können. Sehr spannendes Projekt. Und in den Baufächern haben wir eine Klasse mit Tischlern, hoffen, dass es mehr werden können. Es ist sehr, sehr wichtig, dass wir kooperieren, schulintern unter den Fächern und unter den Lehrern. Und wir machen mit jeder Klasse machen wir jedes zweite oder dritte Schuljahr oder als ein Projekt im zweiten und dritten Schuljahr ein sehr großes schriftliches Klill-Projekt. Und das soll immer ein Ergebnis haben. Die Köche machen Kochbücher. Diese Köche, hier sehen Sie übrigens den hier, der heißt Christer und er ist also Chef des norwegischen Kochnationalmannschaft. Und Pohl ist Lehrling aus Flüchtling aus Syrien und fing in unserem Programm an, als er gerade hier 9 Monate in Norwegen gewesen war. Und er spricht jetzt total fließend Norwegisch, arbeitet im Café Burghaus, leider jetzt permittiert, aber wird da wahrscheinlich auch eine feste Anstellung bekommen. Und die haben als einen Beitrag zu diesem Kochbuch, hat die Lehrstelle auch noch beigetragen. Das ist also ein fächerübergreifendes Projekt gewesen mit LAM. Und ist auch noch so groß geworden, dass wir die Bücher verkauft haben. Nur einfach, um zu illustrieren, wie unter den Fächern, unter den Lehrern kooperiert werden muss und dass die Schüler es auch motivierend finden soll, ein sehr großes Schreibprojekt durchzuführen. Und die Lernergebnisse sind natürlich auch immense, wenn es solche Produkte sind. Die Schüler sind sehr stolz draus. Und jede Klasse, wir haben 11 solche Produkte jetzt, oder die 2 letzten sind jetzt in Arbeit. Dann schulextern unter den Schulen. Wir haben auch keine Hallen, wo Baugerüste und sowas aufgestellt werden können. Da müssen wir mit einer anderen berufsbildenden Schule in Oslo kooperieren. Und das machen wir. Und mit den Köchen, wie gesagt, auch mit einer anderen. Und so hätten wir auch mit allen Programmen eigentlich arbeiten können.
Dann arbeiten wir natürlich auch sehr eng mit den Lehrstellen zusammen. Die sollen ja auch ihre Facharbeiter ausbilden. Und auch um ein Beispiel mit Paul und Christel zu nennen. Christel hat von Anfang an gesagt, ja, wir erwarten hier top-notch, hier musst du leisten, wenn du hier Lehrling werden sollst. Und Paul hat gesagt, ja, möchte ich gerne. Und hat angefangen und hat dann in der zweiten Woche hat er die Frage gestellt bekommen, ja, wie findest du das denn? Und der hat da gerade Zwiebel geschnitten. Und er hat gesagt, er wollte sagen, es ist schwierig, weil ich immer weinen muss, aber er hatte die Sprache nicht dazu. Und das norwegische Wort für langweilig ist fast gleich. Nur eine Präsilbe ist anders. Und deswegen hat er gesagt, ja, es ist langweilig. Und der Christian hat gleich gesagt, nee, hier, den können wir nicht haben. Gut, dass wir dann unseren Begleiter dabei hatten, der das gleich verstanden hat. Aber das hört sich so banal an, aber es kann echt dazu führen, dass alles gekippt wird. Und der Lehrling hat wenig Sprache, hat wenig Erfahrung, soll alles lernen und soll alles zugleich lernen. Die brauchen besondere Unterstützung auch. Und wir brauchen Lehrstellen, die die besonderen Schwierigkeiten verstehen, die dann auftreten, wenn man nicht von Anfang an sicher gehen kann, dass die sprachlichen Hindernisse einfach, also dass die Sprache verstanden wird. Per se als Sprachen, also dass es nicht nur die Inhalt ist, die nicht verstanden wird. Und NAV habe ich ja vorhin auch erwähnt. Die ersten 2 Jahre bekommen diese Schüler Unterstützung, also Lebensunterhalt von NAV. Die letzten 2 Jahre bekommen sie Gehälter, ihr Gehalt als Lehrlinge. Weil die Frage ist ja natürlich, das kostet viel. Die bekommen Klil-Unterricht, also norwegisch Unterstützungsunterricht und eine Berufsausbildung zugleich. Und sie bekommen auch noch Lebensunterhalt von NAV. Normal muss man ja, ein Jugendlicher bekommt ja selten Unterstützung vom Staat dafür, dass sie oder er eine Berufsausbildung macht. Und sie bekommen dann die Berufsausbildung, das sind diese 70 Wochenstunden über 4 Jahre verteilt, und die bekommen 84 Wochenstunden Lern- und Sprachunterstützung über diese 4 Jahre verteilt. Wie gesagt, 24, 24, 24, 12. Und das ist viel, das ist teuer. Und deswegen fing das als ein Projekt in 2009 an, und das ist nach wie vor ein Projekt. Das ist nicht so, dass wir von immer sagen können, hier, das Angebot gibt es auf Helsfyr in Oslo. Aber wir hoffen, das politische Interesse ist von Anfang an groß gewesen, und durch dieses Kooperationsprogramm mit NAV, wo ein Drittel des Staatshaushaltes ja schon die verwalten ein Drittel des Haushaltes, dann fänden wir es geradezu richtig, dass NAV das hier auch mitfinanziert. Und das tun sie jetzt. Und das ist also nach wie vor dann ein Projekt. Die letzten 4 Klassen, die wir gestartet haben, haben wir mit NAV zusammen gestartet. Und man kann ja gleich fragen, was wäre die Alternative, wenn wir das nicht gemacht hätten? Es wäre wahrscheinlich, ewig arbeitslos zu sein. Wären wahrscheinlich Sozialhilfeempfänger oder Empfängerin. Und das hat natürlich auch Konsequenzen für die nächste Generation und für die Kinder. Wir haben vor 2 Jahren, und es ist so schade, dass sie kein Norwegisch lesen können, wir haben zwei unserer Lehrer, die lange dabei sind im Kinder- und Jugendarbeiterprogramm, die haben von den Schülerinnen, Schüler und Schülerinnen, die schon fertig sind, also fertig ausgebildete Facharbeiter sind, und alle, die bisher fertig geworden sind, haben einen Job. Nicht alle einen festen Job von der ersten Klasse, aber die arbeiten alle.
Von den Kinder- und Jugendarbeitern haben alle einen Job, von den Köchen, die bisher absolviert haben, haben alle einen Job, wenn sie nicht gerade permittiert sind durch die Corona-Zeiten. Und dann haben diese Lehrer, die haben sie nochmal aufgesucht und gefragt, ja, was hat diese Ausbildung für dich bedeutet? Und das sind starke Geschichten. Das sind richtig starke Geschichten, wie sie erzählen, dass sie überhaupt keinen Glaube an sich hatten, dass sie nie gedacht hätten, dass es immer irgendwann möglich sein sollte, in Norwegen einen Job zu haben. Viele haben auch durch ihre oder mit ihren Ehemännern und mit ihren Milieus kämpfen müssen, weil von ihnen einfach nicht erwartet wurde, dass sie Arbeitnehmer werden sollten, dass sie lernen sollten. Und das hat sehr viele, also wie sagt man das auf Deutsch, sollte ich jetzt in diesem Wasser einen Stein rauswerfen, dann gibt es so Ringe, ne? Ringe im Kreiseln im Wasser, so heißt diesen Bericht auch, den sie geschrieben haben. 22 Berichte über Leute, die dieses Programm nun gemacht haben. Deswegen denke ich, ist es gar nicht teuer, es kostet ja. Es sind natürlich auch optimale Bedingungen für die Lehrer. Und es macht auch Spaß zu gucken, wie viel sie investieren. Und ja. Und hier zum Schluss habe ich ein paar Ergebnisse. Und da muss ich nochmal dran erinnern, dass dass bei uns 6 die beste Note ist. Und guck mal hier, die Leistungsfächer, die sind hier unten. Im Examen 5,0. Hier 3,75, 4,3, das ist Durchschnittsnote. Der Landesdurchschnitt liegt bei 3,0. Das ist fast alles eine Note besser in allen Fächern. Und was ich besonders lustig finde, guck mal hier, wenn Sie das sehen können, hier, das ist die BOÜ 3, die dritte Kinder- und Jugendarbeiterklasse, die haben im Fach Naturwissenschaften sind sie in die Prüfung gekommen. Sie müssen nämlich examiniert werden, eine Abiturprüfung oder wie man nun in Österreich dazu sagt, in den Leistungsfächern und können geprüft werden in den anderen Fächern. Und wir haben sie häufig im Examen prüfen lassen. Und guck mal hier, Standpunkt, das ist also unsere Schlussevaluierung, 3,8, Examen 4,3. Hier auch. Wo war das gerade? Standpunkt 3,31, Examen 4,83. Standpunkt 3,83, Examen 4,7. Das ist auch für mich ein Beispiel dafür, dass CLIL einfach, es wirkt. Das führt dazu, dass mehr gelernt wird. Es führt dazu, dass sie so viel lernen, dass wir keine Schwierigkeiten haben, genügend Haltepunkte und Produkte zu haben, die wir evaluieren können. Und gleichzeitig, wenn sie dann ins Examen kommen, dann haben sie so viel Arbeitsdisziplin. Sie haben gelernt, wie sie mit den Fächern arbeiten sollen. Und wenn sie dann ins Examen kommen, wenn es wirklich zählt, dass sie ordentlich, jetzt muss ich aber ran, dann bekommen sie auch ordentlich gute Ergebnisse. Und das ist abgesehen vom ersten Jahr, das war unser, da hatten wir noch nie mit CLIL angefangen übrigens, das war vor meiner Zeit. Seitdem haben wir immer bessere Examensergebnisse als Schlussevaluierungsergebnisse. Und da sind wir auch sehr stolz drauf. Das wirkt also. Und die bestehen, sie haben bisher alle durchgekriegt, auch wenn einige auch noch darunter gewesen sind, wo es große Lernschwierigkeiten gegeben hat. Aber dadurch, dass wir so viele Stunden haben, dann haben wir die Möglichkeit, auch noch individuelle Betreuung zu geben. Und das tun wir auch.
Und ja, wir geben manchmal auch ein bisschen noch zusätzlich dazu. Das war's, was ich vorbereitet hatte. Und dann habe ich das, also ich hatte geplant, 45 Minuten, das sind 46 gewesen, dass wir Zeit auch noch zum Fragen haben. Okay, ich lasse die Kolleginnen und Kollegen noch ein wenig überlegen. Darf ich Ihnen dann vielleicht zuerst eine Frage stellen? Sie haben von der Unterstützung der Politik gesprochen. Ist es Ihnen gelungen, diese zu bekommen? War das ein aktives Herangehen Ihrerseits oder ist das Interesse schon an sich vorhanden gewesen? Wir haben sie immer eingeladen. Wir haben jedes gute Ergebnis haben wir gefeiert, dann haben wir ein Fest gemacht und die Politiker dazu eingeladen. Und gerade als wir dann auch noch die Köche dabei hatten, dann konnten wir auch noch mit einem guten Essen locken. Und dann sind sie sind groß gekommen. Und dann haben wir in den letzten Jahren auch noch die lustige Situation gehabt, dass wir eine Rechtsregierung haben. Und dann haben wir in Oslo aber eine sozialdemokratische Stadtregierung. Und die haben sich gegenseitig so ein bisschen ausspielen wollen. Wir machen bessere Schulpolitik als sie. Und Okay. sobald der Premierminister, die Premierministerin zu Besuch gekommen ist, hat es nicht lang gedauert, dann ist noch, also gerade die fiese Bürgermeisterin, sie ist auch noch, hat einen Minoritätshintergrund, sie ist oft bei uns und die kommt jetzt immer, wenn wir was zu feiern haben. Und wir feiern 3, 4 Mal im Jahr. Also wir feiern viel. Immer wenn wir ein gutes Ergebnis haben, dann gibt es bei uns ein Fest. Sie haben gesagt, dass die Kooperation im Kollegium so entscheidend ist. Meine Frage daher, wie fördern Sie diese Kooperation im Kollegium oder geben Sie einen organisatorischen Rahmen vor, der zu dieser Kooperation führt? Beides. Also wir geben den Rahmen vor. Wir setzen es auch voraus, sprechen es deutlich aus als eine Erwartung. Und ja, was soll ich, also ich möchte natürlich, ich bin sehr stolz auf meine Lehrer, sehr, sehr stolz. Das sind richtig, richtig gute Lehrer und es ist auch noch attraktiv, in so einem Programm zu arbeiten. Es ist ja natürlich ein himmelweiter Unterschied, ob man 18 Schüler im Klassenraum sitzen habe oder 32. Und ob du auch noch einen Kollegen dabei hast, der, ne, dass man sich immer austauschen kann und wo man gleichzeitig auch noch sich gegenseitig evaluieren kann und wo man zwei Köpfe denken immer besser als eins. Mehr Verstand einfach. Und wenn das gezielt so eingesetzt wird, dass die sich gegenseitig verbessern sollen. Also es geht darum, dass die besser leisten, alle. Dann denke ich, dann macht es auch Spaß, weil es einfach, das ist das, was die Lehrer an uns auch noch melden, dass es sehr zufriedenstellend ist, weil es wirklich auch einen Sinn hat und dass es auch herausfordernd ist. Es wird nie langweilig denn dadurch. Es sind zwei Fragen im Chat aufgetaucht. Die erste, würde gerne wissen, wie das Projekt finanziert wird, ob Gemeindesache ist, also Sache der Stadt Oslo, oder ob es der Staat ist, also Norwegen. Es ist Bildung ist also wir haben die Einteilung Staat und dann Fylke, das ist mehr so Bundesland, und dann Stadt. Und die weiterführende Ausbildung ist Sache des Fylke. Die Richtlinien werden national bestimmt und die Ausbildung, die zu finanzieren, die Schulen aufzubauen, das ist Sache der Fylke. Norwegisch Unterricht ist Sache der Stadt. Also das ist, und in Oslo sind wir zugleich Fylke als auch Stadt. Die weiterführende Ausbildung, wer ein Recht auf eine weiterführende Ausbildung hat, der bekommt das vom Fylke Oslo bezahlt. Das ist also ein Stück Preisfinanzierung.
Die haben dann nicht notwendigerweise das Recht auf diese 24 Klinstunden. Aber dann kommt nach und sagt, wir wollen aber, dass diese Leute eingestellt werden können, sollen. Und dann, deswegen zahlen wir diese Klinstunden. Und dann gibt es noch, deswegen werden, es wird pro Kopf finanziert. Viele werden dann die berufsausbildende Sache von Stadt Oslo finanziert oder Fylke Oslo und den Rest von NAV. Und wenn sie kein Recht auf eine weiterführende Ausbildung hat, vielleicht weil sie schon eine weiterführende Ausbildung aus ihrem Heimatland haben, bloß das hat in Norwegen überhaupt keinen Wert, dann zahlt NAV alles. Und so gesehen denke ich, das ist nicht jetzt eine Sache, wo Gelder, die für die normale Ausbildung für die Jugendlichen, das wird nicht so genommen. Also jetzt nehmen wir für die Erwachsenen Geld aus dem Etat und geben das den Erwachsenen, sondern es wird tatsächlich auch von NAV bezahlt, weil es geht ja um gerade Anstellbarkeit, Employability. Okay. Gut. Ich hoffe, dass die Frage beantwortet ist. Wir haben ja eine Frage auch auf Englisch. Eine Teilnehmerin, die sich also bedankt für die Präsentation. However, she was wondering if the program ever faced any public opposition, such as a right-wing extremism. Ja, nicht gerade, also in der Schule ja, aber nicht gerade hier. Also es hätte potenziell zu was führen können, als wir Konflikte in der einen Klasse unter den Eritreern und den Schulen Südostasiaten hatten. Aber das ist das, ja. Wir haben in den 15 Jahren, wo wir eine Schule sind, haben wir 210 Sprachen gehabt, 25.000 Schüler und bisher Happening hatten wir, das was sehr, sehr unangenehm war. Aber es ist auch noch gut gegangen zum Schluss, aber war schwer. Können wir natürlich riskieren. Ich glaube, dass die Frage auch darauf abzielt, ob es von außen, wie soll ich es gut formulieren auf Deutsch, ob es Gruppen gibt, die gegen dieses Oslo-Modell arbeiten. Nicht, dass wir wissen. Nicht, dass Sie wissen. Nein. Okay. Das ist eher so, das ist ja eine, also wir sagen auf Norwegisch, eine Sonnenscheingeschichte. Mhm. Und alle lieben Sonnenscheingeschichten. Mhm. Sollten wir jetzt Schüler haben, wo es einfach keinen Zweck mehr hat, dass es nicht läuft, dass es nicht gut ist, dass es keine Qualität hat, dann finden wir, sollten wir aus den Gründen aufhören damit. Aber das ist ein Projekt, das hat Qualität, das führt zu Lernergebnissen. Fast alle kommen durch. Wir verlieren ein paar unterwegs, weil sie halt ja Erwachsene sind und die bekommen Kinder oder die ziehen in anderen Städten oder die Bedingungen im Heimatland ändern sich und die können zurückgehen. Aber von denen, die tatsächlich abgeschlossen haben, haben alle jetzt einen Job. Und das ist schon, denke ich, das ist eine hundertprozentige Zielerfüllung. Ich stelle noch einmal die Frage, ob es noch Fragen aus der Zuhörerschaft gibt. Im Chat sehe ich momentan keine neue Frage. Ich sehe Michael Krebs, der schreibt, er kann Norwegisch lesen. Ah. Und möchte gerne dieses Heft. Geben Sie mir doch Ihre Adresse, dann schicke ich Ihnen ein Heft. Dankeschön. Ich kann es nicht sprechen, aber ich kann es sehr gut lesen. Ja, das ist ja, schönes Lesen. Ja, das ist richtig so, dass es einem warm ums Herz wird. Aber ich möchte nochmal abschließend dann nochmal unterstreichen, dass ohne die Quellmethodik wäre das hier. Das ist hier die Basis. Und das ist auch jetzt sehr interessant zu sehen, wie das Interesse für die Methodik auch unter den anderen Schulen jetzt immer weiter zunimmt. So groß, dass wir die Kontaktinformation an Petra und Brigitte vermittelt, aber die gehen jetzt lieber, die möchten es lieber auf Norwegisch von uns haben. Aber ich denke,
das ist, hier ist es möglich, weiter noch zusammenzuarbeiten, weil das ist, sind ja immer die unterschiedlichen Blickwinkel, die dazu führt, dass man immer mehr lernt. Das wäre eine meiner Fragen gewesen, ob Sie dieses bessere Abschneiden bei den Abschlussprüfungen hauptsächlich. Ich führe das auf Klee zurück, eindeutig. Ja. Das ist eine Methodik, wo es darum geht, dass die Schüler schriftlich und mündlich ausdrücken sollen, was sie fachlich gelernt haben. Wo es darum geht, dass die Schüler meistern sollen, nicht die Lehrer. Dass die Lehrer kooperieren sollen, damit die Schüler immer besser leisten. Und es geht um die Möglichkeiten des einzelnen Schülers, immer mehr und weiter zu lernen. Das stellt natürlich große Erwartungen an die Schüler und Schülerinnen. Und ich denke, das ist Bedingung auch dafür, dass man sich als Mensch ernst genommen fühlt, dass auch Erwartungen gestellt wird. Und Klee lernt uns ja gerade, dass wir die kognitiven Erwartungen an den Schüler nicht runterschreiben, sondern wir lassen die genauso groß sein wie für andere auch. Und wir bauen nur das Gerüst um die Schüler rum, dass sie auch dann meistern können. Und das ist durch die Klee-Methodik gerade das Spannende und das, was zu den guten Ergebnissen führt. Da bin ich 100%ig von überzeugt.